Spieltag Ramona Meyer. Und jetzt geht's los in dieser Partie. Letztes Spiel der Saison. Köln braucht den Sieg für den sicheren Klassenerhalt. Im letzten Spiel von Mandy Islacker wirft jetzt alles rein und spielt von super durchgetankt da von Elmasi. Meyer, das ist ihr Spielstil. Das Wühlen, das Kämpfen, das Fighten. Kowalski, die kann das aus der Distanz. Bleibt also genauso wie Partnerin, die Sarah Puntigam, noch erhalten, auch in der nächsten Saison. Piljic, gut. Nächste Chance. Eingebuselt, eingestochen und dann steht es 1:0. Schon wieder ist es Ramona Meyer, wie so oft in dieser Spielzeit, ihr 8. Saisontor. Köln kriegt die Kugel hinten nicht raus und dann ist Essen eiskalt. 19 Minuten. Piljic gegen 3, stochert den irgendwie weiter. Maurice unglücklich. Dann der Ball von Elmasi auf Meyer. Aber was für ein Ping-Pong, ein Gewusel. Und am Ende ist der Ball irgendwie im Tor. Können da kostenfrei und ohne Anmeldung auf den Tribünen Platz nehmen. Ist doch eine schöne Sache. Essen und Köln dabei. Und jetzt schauen wir mal, was Piljic macht. Elmasi und dann Klett mit beiden Fäusten. Elmasi jung und hat da so viel Technik. Schuss auch abgefälscht von Degen. Elmasi. Kowalski. Hätte gerne mehr Bälle, kann ich mir vorstellen. Bas. Antonia Bas in ihrem letzten Spiel mit dem Abschluss. Und weiter geht's. Köln jetzt bei der Mission Aufholjagd 0 in Sachen Wechsel gleich geschehen kann. Da mit seiner Assistentin, mit Kirsten Schlosser. Und jetzt auch einmal die Chance für Islacker. Islacker ist durch. Mandy Islacker! Und es steht 1:1. In ihrem allerletzten Spiel auf dem Platz mit dem Ausgleich im letzten Spiel der Saison. Das den Klassenerhalt nochmal mehr absichert. Hat sich Köln da selbst wieder in die Bredouille gebracht. Super Ball auf Cerci. Selina Cerci! Und gehalten. Die Richtung hat gestimmt beim Abschluss. Timed und dann Cerci gegen Ostermeier. Sie wieder mit dabei. War nicht selbstverständlich, dass Sophia gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Aber jetzt kann sie wieder auch im letzten Spiel mit Teil des Kaders sein. Warum nicht? Der ist super, der Schuss. Kowalski, ähnlich wie das 1:1, so ein bisschen aus dem Nichts. Hätte er sehr gut da oben rechts aus Sicht der Schützin reingepasst. Und das war's. Der erste FC Köln bleibt erstklassig. Der Klassenerhalt ist geschafft. Es war nochmal ein Stück Arbeit, aber die Ergebnisse auf den anderen Plätzen, die waren sehr, sehr gut. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.